dich. Und trinken, du musst unbedingt was trinken. Nein, ich möchte nicht. Ab dem Training beim Leichtathletik haben wir uns wirklich Sorgen um Matilda gemacht. Uns ist zwar schon früher aufgefallen, dass sie weniger isst, aber noch nicht so sehr wie zu diesem Zeitpunkt. Hallo? Hey? Hey Leute, mich beschäftigt das irgendwie voll mit Matilda. Euch ist das doch vorher auch schon aufgefallen mit ihrem komischen Essverhalten, oder? Ja, in letzter Zeit isst sie kaum noch was richtig schlimm. Man muss ihr dabei zusehen, wie sie anfängt zu hungern. Lass uns sie doch gleich einfach fragen, ob wir morgen mit ihr essen gehen wollen. Und dann achten wir morgen einfach nochmal darauf. Ja, perfekt, so machen wir es. Seit ich magersüchtig war, konnte ich mich einfach nicht mehr im Spiegel angucken. Mein eigenes Spiegelbild hat mich einfach angeekelt. Egal wie viel ich abnahm, es war nie genug. Ich war einfach nie zufrieden mit mir. Es war immer das Schlimmste, von meinen Freunden und meiner Familie zu essen. Irgendwann habe ich mir einfach Ausreden ausgedacht, warum ich nicht essen kann. Mal war ich mit meinem Opa schon vorher essen, habe mich übergeben oder halt irgendwie sowas in der Art. Essen hat mich einfach angeekelt. Kann mir mal irgendeiner den Käse reichen? Hm? Danke. Matilda, probier mal! Nein, danke. Ich gehe nachher auch zusammen mit meinen Eltern essen. Tu doch nicht so! Seit Wochen isst du nichts mehr und nimmst immer mehr ab. Wie kannst du nur denken, das sei schön? Wir können gar nichts dagegen tun und müssen dabei zuschauen, wie du Tag für Tag mehr abnimmst und dich immer mehr von uns isolierst. Wir wollen dir doch nur helfen, aber du willst uns ja nicht. Du bringst dich doch um. Wenn du meinst. Wie mein Bruder mir geraten hat, haben wir nach dem gemeinsamen Essen dann auch mit Mathildas Eltern gesprochen. Anfangs waren sie entsetzt, weil sie noch keine derartigen Vermutungen hatten. Aber im Nachhinein ist ihnen dann auch aufgefallen, dass es eigentlich davor schon ziemlich viele Andeutungen gab. Kann ich vielleicht mal mit dir reden? Wenn es sein muss. Deiner Mutter und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass du dich verändert hast. Du kapselst dich immer mehr von uns ab. Du redest nicht mehr mit uns. Du wirst immer verschlossener. Stimmt doch gar nicht. Jetzt reicht's mir aber! Du hörst mir gar nicht zu! Du blockst dich ab und tust so, als wäre gar nichts! Das Gespräch von Mathildas Vater mit Matilda hat leider nichts gebracht, weil sie immer noch nicht ihre Essstörung eingesehen hat, aber ihre Eltern sie ja nicht zu einer Therapie zwingen wollten. Matilda hat aber immer weniger gegessen, sodass es klar war, dass es irgendwann Folgen haben. Leute, die Bahn kommt! Oh, Scheiße! Schneller, Matilda! Sitz, Matilda! Hallo Leute, jemand muss den Krankenwagen rufen. Nach meinem Zusammenbruch musste ich für eine Woche im Krankenhaus bleiben. Dort hatte ich neben einer Zwangsernährung auch psychische Beratung, die mir vor Augen geführt hat, wie nah ich dem Tod wirklich war. Deshalb habe ich mich später für eine stationäre und darauffolgend eine ambulante Therapie entschieden. Man muss also auch Hilfe von außen zulassen. Aber das Wichtigste ist, dass man weiß, dass man krank ist und sich selber für den Weg aus der Magersucht entscheidet.